So, herzlich willkommen zum vierten Let's Play von Link's Awakening, Dix. So, es geht jetzt weiter. Leg dir mal gleich den Kraftband an. Kraftband auf B. Na, am besten den Weg hier, ist der Typ nämlich dich da. Na, da muss fressen. Hat gerade keinen Hunger. An die anderen so, jetzt war ein harter gefressen. Das irgendwo war der Nachtisch. Ich glaube, rechts war das, ganz rechts. Da kommen sie nämlich zum Frühstück. Und hier waren nämlich eine Muschel drin, ne? Nee. Oder? Ich glaube, Auskram war die. Werden wir ja gleich wissen. Nö. Nee, doch nicht. Da hast du dich gehört. Muss ein anderer Punkt geben. Muss eine andere Stelle. Aber so eine Ecke gewesen. Hier ist der Fototyp. Wenn du an so einer Stelle bist und mit ihm spazieren gehst, dann sagt der Hund schon, wuff, wuff, graben. Ja. Wir treffen uns später, wenn du allein bist. Ja. Sag ich doch. Bei mir, wo ich das mal angeschaut habe, ging es, komischerweise. Jetzt müssen wir erstmal dieses furchterregende Tier zurückbringen. Aber wir könnten noch ein bisschen mit ihm spazieren gehen und der sagt dann an bestimmten Stellen, wo man graben aber kann. Aber ich glaube, man kann mit ihm öfter spazieren jetzt. Nein, nur einmal. Danach wird er nie wieder freigelassen. Ja. Aber hier hinten ist ein so ein Typ, da holen wir uns gleich mal mehr Pfeile. Ah ne, das kann man erst machen, wenn man den Bogen hat. Mehr Bomben kann man ja am Anfang machen. Mehr Bomben oder mehr Pulver? Ja. Ich habe glaube ich mehr Pulver bekommen. Das entscheidet, kann man sich aussuchen. Ah, die Pfeile sind da unten, ist das viel? Ja, ich würde sagen, du erhöhst die Bomben. Ja, weil die braucht man nötiger. Das ist nämlich einer. Ich habe mein Pulver etwas erhöht, weil... Das machen wir zum Schluss, weil wir das Pulver nicht so oft brauchen. Ja. Wo ich so nicht bin, habe ich das scheiß Pulver sehr oft gebraucht. Baller. Was heißt? Zauberpulver. Und zack. Boah, die soll eine Strafe sein. Ja. Ist eher eine Belohnung. Wer stört mich da wieder bei Heimschlafen? Du? Na toll. Vielen Dank auch. Finde ich echt nett. Warte. Willst du zur Strafe mehr Zauberpulver tragen können? Nö. Willst du zur Strafe mehr Bomben tragen können? Ja. Hey, jetzt musst du noch mehr Zeug mit dir herumschleppen. Das geschieht dir recht. Bis dann, tschö. Vor allen Dingen. Der tut dir damit sogar noch einen Gefallen. Aber sowas. Und noch dazu wird das komplett aufgefüllt. Ja. Geile Strafe. Das ist ja eine Belohnung. So ein dummes Vieh. Ja. Der denkt nur, weil links so schwach ist, kann er nicht tragen. In Klammern denkst du. Ja. Aber da unten ist noch eine Muschel, die so im Kanz da. Ja, in der da kommst du jetzt auch ran an die Truhe. Erstmal die Dünders beseitigen. Na, das war Speise. Da holt sich der Klitter, Ein Dünder hat er sich geholt und das andere Dünder auch. Ja. Da ist er. Du hast eine Zaubermuschel. So, jetzt dürften wir schon drei sein. Einfach ins Inventar gucken, dann wissen wir's. Oh, schon wieder dieses Götterhorn. Das Götterhorn. Naja, nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Das hört aber gleich auf, sobald man hier drüben ist. Na, sobald man einen Ort betritt. Sobald man ein Haus betritt, verschwindet der Effekt. Jetzt ist er weg. Zuschau, dass er den Hund hier nicht frisst. Du musst da rein bei der alten. Ja, da wird nämlich der jetzt so festgemacht. Und man kriegt jetzt so eine komische Belohnung. Ja, ein Kuss. Danke, danke. Das war's. War ja so süß von dir. Dass sie fast von dem Kütter in den Arsch abbeißen und kriegst bloß einen Kuss. Zu kümmern. Von der fetten da. Du bist ein ganz lieber Kerl. Wie kann ich dir jemals danken? Ich weiß. Du hast einen Kuss von Madame Miau Miau erhalten. Vor dem Miau Miau. Madame Miau Miau. Überhaupt nicht. Ich denke, die hat Hunde. Eigentlich müsste sie Madame Wuff Wuff heißen. Heißt Madame Miau Miau. Müsste eigentlich Madame Wuff Wuff heißen. Ja, die Schleife, die Muschel darin ist schon voll. Die Hund, die Dose hast du auch schon abgegeben. Ja. Ja. Da jetzt kommt sie erst weiter, wenn du zum Affen kommst. Da muss sie ihm die Bananen da geben. Ja. Und dafür kriegst du einen Stock. Mal gucken, ob ich die Bio... Ja, die Bio-Waffe. Ja, die Bio-Waffe hast du. Dann, wenn ihr die sehen, hier. Vier Stück. Ah, jetzt muss ich erstmal nach rechts. Die Fotos kann man ja später noch machen. Okay, nach oder war jetzt ein verpassbares Ball? Wie ist jetzt ja?
Nein, noch nicht. Nee, und hier ist auch eine bei, da muss man gegen rempeln. An dem Baum da. Und die Turbo-Treter haben wir noch nicht. Ja. Wenn ihr das ohne Dieb durchspielen wollt, dann kann man den Dieb danach machen, das ja. Foto. Ja. Ja, ich glaube, das haben wir auch vor. Weil das gehört auch dazu. Ein Porter. Einmal rein, damit er aktiv ist. Nicht unbedingt. Entdecken reicht aus. Man kommt nicht gleich wieder an derselben Stelle wieder. Genau. Entdecken reicht da aus. Da oben ist auch noch da Masche. Hätte der Hund dann gesagt, wuff, wuff, graben. Das ist der Wurmpalast? Dann brauchst du erstmal den Nein, Schlüssel. Nicht der Wurmpalast, das ist die Teufelsvilla. Und das, das ist der da nächste Dungeon. Ja, da braucht man diese goldenen Blätter. Und hier kriegst du auch, hier kommst du auch zu diesem Affen gleich in der Nähe. Ich würde die Banane. Na, also ich würde dir empfehlen, den Fotografen schon mal zu aktivieren. Weil nämlich da, wo wir demnächst hin müssen, ein Foto gemacht wird, solange ja. Die Brücke noch nicht unten ist. Also. Ich würde sagen, quatsch den Typen an. Ich hab den auch gleich angequatscht. Mach ich auch immer, sobald ich Struppi, wie er hier heißt, beiseite abgeliefert habe, bin ich gleich zu dem Typen gegangen und hab die Fotos aktiviert, als ich das Spiel gespielt habe. Am Strand gibt's glaube ich kein Foto, nicht dass ich wüsste. Also doch. Oder? Doch. Ja, mit Marien oder wie? Marien, Aber erst sehr spät. Sobald man sie holen muss. Ja. Und dann erzählt die da unten noch was. Also das ist ein verpassbarer Foto sogar. Nee, insgesamt gibt es 4 verpassbare Fotos. 3 mit Marien und eins in dem bei dem Schloss hier. Also ist doch lieber zum Vorteil. Na, da solltest du auch reingehen. Und da ist die Hexe drin, ne? Geierwali. Aber ich habe noch eine Flasche. Nee, das war die Schönheit. Die gibt dir nämlich einen Trank, verkaufst du dir, wenn du platt gehst, wirst du komplett aufgefüllt. Da hat denselben Effekt wie die Feen. Aber mach's trotzdem. Bloß, dass die Feen, wenn du mehrere Herzen hast, nicht alles auffüllen. Und der Trank, der tut alles auffrischen? Ja, komplett. Du warst schon auf der richtigen Höhe. Ja, voll Kraft. Es gibt 2 Möglichkeiten, dieses Foto, was wir jetzt machen, zu machen. Wir zeigen euch. Ich würde sagen. Na, auf den Teppich und lächle. Ich hätte da eine andere. Ich hätte da einen anderen Vorschlag gemacht. Speicherst ihn. Speicherst, dann hast du das eine Foto gezeigt und dann da das normal machen. Aber ist jetzt egal, du hast ja jetzt ja gewählt. Ja, und hier will er mich erstmal haben. Es gibt nämlich 2 Formen. Nämlich, wenn man jetzt den Dieb gemacht hätte, dann hätte man hier 2 Fotos bekommen. Auch ohne Dieb. Klick. Auch ohne Dieb. Mit dem wahren Helden. Auch ohne Dieb. Einmal hätte man den Helden und einmal den Dieb, wo er denn hier so, nee. So komisch gebeutelt. Das ist dein ein wahrer Held. Das war das, was wir gemacht haben. Und die zweite Version von diesem Foto heißt Schluss mit lustig. Da wird man von dem Fotografen verprügelt und dann Looks like Link, der hat das nämlich auf diese Art gemacht. Und da sind die ganzen Fotos. Insgesamt 12 Stück. Aber eins werden wir in diesem Durchgang nicht machen. Ja, das ist der Dieb. Genau. Aber alle anderen werden wir euch zeigen. Peace. Nicht? Aber drucken können wir nicht, weil wir den Printer nicht haben. Nee. Warum sollen wir uns die ausdrucken? Du kannst auch den anderen zeigen. Du hast jetzt 2 Fotos. Nope, das ist jetzt schon vorbei. Das hätte er vorher bei der Frage machen müssen. Das war die zweite Form. Was? Nee, nicht wirklich verpassbar. Die zweite Form sagt man, wenn man ganz oft Nein sagt. Dann wird man Stück für Stück weggeschubst und dann nochmal richtig geschubst. Dann landest du an der Wand und der Vorhang oder was auch immer das ist. Hat sich dann nicht gewickelt. Irgendwie gleich was. Ja, ungefähr so. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal gehabt. Ach ja, da wird das zu der Wand, zu dieser komischen Wanddebrü, weil er unbedingt dich fotografieren will. Ja. Aber der ist fotosüchtig. Einmal wahrer Held und dann ist das mit dem Dings. No. Das heißt, mal gucken, ob man das wirklich jetzt schon machen kann. Da bin ich jetzt gespannt. Was?
Hier mit den Dings. Du warst schon in dem richtigen Bereich. Genau. Ich glaube, das war unten links, war das? Runter. Ich glaube, der hier. Der runter. Aber erstmal werden die links, verprügelt. Rechts. Jedenfalls das da hoch. Oder, nee, Moment. Ich überlege gerade. Der war runter, dann war der links hier. Der war hoch. Rechts. Ja. Und dann war der eine nochmal hoch, irgendwie. Rechts. Und der war durch nach oben. Ja. Ja. Da, siehst du? Den konnte ich nämlich noch merken. Oder? Unsere Farben wechseln stets. Bin ich rot, so ist er blau. Ist er rot, bin ich blau. Welche Farbe trage ich? Blau. Die wechseln. Das ist aber die richtige Antwort. Verrate es niemandem. Hast du das Zauberpulver dabei? Nein? Dann geh zurück. Ausrüsten das Zauberpulver und den Roten dann anquatschen. Ah ne, auf Dings muss ich. Ist egal. Also. Unsere Farben wechseln stets. Bin ich rot, so ist er blau. Ist er rot, bin ich blau. Welche Farbe trage ich? Rot. Genau. Verrat es niemandem. Die Fee erwartet dich. Ah ja, die müssen auf ihren Farben sein. Nicht unbedingt. Das sind andere Viecher. Ah ja, genau. Die musste wechseln. Alle, ah, genau so war das. Ich glaube, alle rot machen. Ah, halt, da war's rein. Den noch. Den so und jetzt da die Ecke. Oder war alles blau? Versuch mal auf alles blau zu setzen. Ja, ja, alles blau. Müssen wir hier machen. Hier kommt was. Wo ist denn die Dings? Die Karte, normalerweise kommt die Karte immer zuerst. Das ist unterschiedlich. Das variiert. Das variiert. Ah ja, das ist das, wo man die Dinger ausfüllen muss. Nee, nicht unbedingt. Einfach nur drüber hüpfen. Nee, da brauchst du nichts machen. Du brauchst einfach nur drüber springen. Ja, das war aber hier muss ich. Nee! Da musst du gar nichts machen. Mach mal die Karte, weißt du. Da musst du gar nichts machen. Einfach nur drüber springen. Ah, hier muss ich die Viecher reinrollen. Den grünen da hinten. Kraftband. Genau. Nimm das Kraftband am besten. Ich hoffe, hilft dir hier herzlich wenig. Ja, was hat das denn? Keine Ahnung, aber der richtige ist auch reingetragen. Au, 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 au! Zumindest ziehen die ja nicht so viel ab. Sag das nicht! Okay. Ah, zu weit geworfen. Ja, jetzt ist er dran. Eingelocht. Boah, nee, vorher haben sie nicht durchgepasst. Der Schnabel. Ja, na klar, ey. Die Eule hätte das dann gesagt. Ja. Geh einfach mal zu der Eulenstatue und zeig es unseren Zuschauern. Einfach drüber gehen. Gibt's hier irgendwas nicht. Mit der Farbe war das nämlich, ja. Merke dir genau, aus Rot mache Blau. Und das zählt für den gesamten Dungeon. Geht er erst südlich. Aber noch besser wäre es natürlich, wenn wir uns vorher den Bogen geholt hätten. Ja. Das macht sich nämlich besser bei dem Farb-Octorok. Ja, aber den haben wir jetzt nun mal nicht. Ja, weil wir ja ein Feld machen wollten. 980 oder so. Boah, das ist knapp eben. Aber sowas von. Herz. Wir bräuchten mal ein paar Herzen. Ah, der ist da. Ah, so war es genau. Schlüssel. Fast jedes Schloss. Naja, bis auf die Boss-Dinger.
Ja. Au. Oh ja. Die soll ich in Ruhe lassen. Am besten, ich gehe nochmal raus und sammle noch ein paar Herzen. Mhm. Besser wär's. Wir wollen ja dieses Besondere machen. Ja, den Helden. Naja, Held kann man dazu nicht sagen. Nicht einmal platt gehen. Ja, dann genau. Das ist nur einen speziellen Abspann. Und leider zählt das auch für Dings, also platt geht und die Feen. Nee, ich glaube, das zählt nicht, wenn du wiederbelebt wirst. Ich gehe über Seeschatten, nee, hier ist ein bisschen zu fertig. Ich würde sagen, wir machen erstmal. Wir gehen erstmal zu dem nächsten Dungeon, würde ich sagen. Warum machst du nicht einfach die Aufnahme erstmal kurz auf Pause? Einmal auf den roten rausgedrückt, dann ist Pause. Kannst du ein Herz holen. Ja, so, dann gibt's erstmal eine Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. Mir 42 Rubine für ein Geheimnis, hm? Klar. Okay, Süßer. Du hast eine gute Wahl getroffen. Hier, ich gebe dir meine geheime Medizin. Wenn alle deine Herzen leer sind, wirst du mir mit der Medizin automatisch wieder gesund. Als Geschenk des Hauses werden all deine Herzen aufgefüllt. Und dazu sind wir wieder voll. So, und das war jetzt nur, damit wir über den Weg gerade gesucht haben. Haben wir da Stopp gemacht? Da wäre dann zu lange gewesen. Ja. Au! So, hier sind wir wieder. Wo wir zuletzt aufgehört haben, wieder. Oh, man muss wieder alles von vorne machen. Nee, nicht alles. Ja. Und wenn ihr wieder rausgegangen seid und reingegangen, müsst ihr natürlich diese Kombo mit diesen Farbstellen. Den nehme ich mir zuletzt auf. Erstmal nehme ich den rechten Weg. Die brauchen wir ja nicht nochmal wiederholen. Nicht unbedingt, aber ich hatte das immer aus Prinzip gemacht. Ja, aber. Ich glaube, hier waren die roten. Nee, alles blau. Auch wieder alles blau? Ja, im gesamten Dungeon muss alles blau gemacht werden. Nochmal schlagen. Im gesamten Dungeon alle diese Augen immer blau machen. Der war geil gewesen. Perfekt. Autsch, das war nicht so perfekt. Ja, hier ist der Gegner. Zauberpulver. Das hat er gesagt. Hast du das Zauberpulver dabei? Das hat er das ja auch gefragt. Wenn nein, dann geh zurück. Oh ja. Wie von Mario, die Schweichen sah da viel eben aus. Ja. Autsch. Elektrisierend. K.O. Der müsste jetzt eine Fee fallen lassen. Ja. Das sind bei dir meist immer. Ist auch eine Fee. Kam gerade gut. Und da ist die Truhe. So. So, und dann nach oben oder unten. Der Bossschlüssel. Der Bossschlüssel. Auch wenn er hier großer Schlüssel heißt. Ja. Aber weil die Fischer schon platt sind, deswegen brauchen wir das jetzt nicht nochmal machen. Naja. Aber du hast noch nicht alle Räume frei gemacht. Hier waren auch ein paar Räume, wo du mehrere von diesen da rein machen musstest. Und die kommen erst, oder? Ja. Und es war dann auch noch. Autsch, der war nicht so gut. Warum bist du denn da reingegangen? Du bist dann wieder zurück. Du hast doch den Schlüssel so schon. Das war, glaube ich, nur der Weg für den Schlüssel. Und den hast du ja schon. Wenn mein Kollege gerade gesagt hat, was genau das ist. Hier ist ja der normale Schlüssel. Ah ja, das ist ja der Golem. Nicht wirklich. Das ist auch nur ein Zwischenboss. Kraft einklauen wie du sollte aufgeben und nach Hause. Ich glaube, da braucht man ein Kraftband, wa? Nein. Aber man sollte die Federn nehmen. Ja, wegen dem Springen. Wenn man da nicht stand, dann ist man gelähmt.
Mann, lass dich besiegen. Boah, ist das ekelhaft. Das ist viel. Au. Ich glaube, so wie es aussieht, verwende ich den Krank. Darum ist es empfehlenswert, hier mit dem Bogen reinzugehen. Gerade hat er gewirkt. Ja, der... Und schön. Ja, jetzt war... Weil ich hatte nämlich auch immer den Bogen, aber weil wir hier nicht klauen wollten, haben wir den nicht drin. Aber im nächsten Let's Play werde ich mir den holen, den Bogen. Da werde ich jetzt die Schuppe benutzen und so... Dann meinst du, wie schnell das Vieh denn runter ist? Ja. 3 Pfeile oder so, weg ist das Vieh. Ah, ne, hä? Da und unter der Tour. Ah, genau. Ist, glaub ich, unter dem Schalter. Genau, du hast es erfasst. Da ist ein Schalter. Da bin ich dumm, dass hier... Ui, das wird jetzt ein bisschen schwieriger, aber wie gesagt, alles blau. In diesem Dungeon. Na klar, dann das funktioniert mir. Geht. Bei denen habe ich mich auch immer ganz schön lange gebraucht. Am Anfang. Aber es geht. Wieder ein Einzelner. Ja, mal geht. Ja, jetzt werden die eher rot als blau. Das ist nicht gerade leicht, die richtige Kombination herauszufinden. Heißt den hier, dann werden die 3 blau. Auf jeden Fall sind das mal die in der Nähe sind. Der hier. Der dreht diese 3. Und lässt den hier drehen. Ja, das ist wieder der Einzelne, das ist der Nachteil. Muss den, dass der hier rot ist, der oben rechts. Jetzt drehen wir nochmal das hier. War den von der Rot? Ich hole wieder alles rot. Na klar. Machen wir den nochmal? Den? Den hier rechts? Ah ne, dann wird der andere wieder rot. Ja. Als dritte Idee nochmal? Den hier rechts? Ja, dann sieht er wieder im Zentrum. Ich brauche zwar nicht so viel, aber ich krieg das jetzt aus dem FF auch nicht zusammen. Ja, man hat schon nicht mehr so lange gespielt. Ja. Bei der Mitte drehen sich immer alle und ansonsten. Fast alle. Ansonsten drehen sich unten an den Ecken drehen sich immer 3er und außen immer 2er. Wenn du die in der Mitte machst, drehen sich die. Schon wieder ein Einzelner. Sondern wird erstmal wieder hier Stopp. Pause, bis du das hast. So, das Rätsel ist gelöst. Es sind alle blau. Bloß wissen die anderen nicht mehr, wie es gelöst werden ja. soll. Dann müssen wir einander mal dann zeigen. Sonst wäre das Video nicht so lang geworden und wir wollen ja euch alles zeigen, was hier in diesem Dungeon ist. Wir wollen den nicht unbedingt splitten. Ja, ah. Keine Schlüssel. Ja, ich glaube hier unten war irgendwo alleine. Ich glaube in einem anderen Raum, wo man noch nicht
wo du doch nicht reingegangen bist. Ja. Ich glaube nämlich dort in der Nähe ist der Farb-Octorok. Ja, hier oben ist das. Au. Jo. Und schön. Wir haben keinen Trank mehr. Oi, noch der ist süß. Ah, ich nehme jetzt die Abkürzung da oben. Per Feder. Ja. Dann wird sonst zu dumm. Wird einem sonst zu dumm. Was hat denn Nanny am Anfang mit der Fee gemeint? Das ist so viel. Kann ich dir sagen. Wenn man den Farb-Octorok besiegt hat, gibt es dann noch einen Raum. Und da ist eine Fee im Brunnen und die passt dann die Rüstung deinen Wünschen an. Entweder ja, rot oder blau. Ja, ah, man kriegt eine der stärkeren Rüstungen. Ja, die rote ist doppelter Angriff. Und blau ist Verteidigung. Die Karte. Ich nehme immer rot. Ja, das kommt immer drauf an, aus und wir haben Angriff. Das kommt immer drauf an, wo man das braucht. Ja, hier sind die Vierer. Ah, das stimmt. Hast du schon. Hast schon das Kraftband angelegt? Ja, ja, drinne. Boah, das war ein ganz schön knapp eben. Au! Das Dumme ist, die bleiben auch nicht lange zusammengerollt. Ja, drinne. Ah, oh, so geht's. So hätte man es machen. Ich wollte nur einmal mit dem. Nee, leider doch nicht. Das hätte einmal mit Fett. So kann man es auch machen. Ah, nicht. Zum Glück wachen die in der Hand nicht auf. Das ist das Gute. Beziehungsweise, wenn sie in den Löchern sind. Kannst du nicht über den Ding drüber? Doch, man kann über die drüber gehen. Da ist der Schlüssel, der dir gefehlt hat. Oha. Du solltest wohl wirklich wieder erneut den Trank holen. Ja. Die Puppe mal wieder besuchen. Das heiße Teilchen. Von rechts kamst du ja. Dann würde ich sagen, die Puppe erstmal wieder besuchen, wa? Ja. So, ich habe mir wieder einen Trank geholt. Und jetzt geht's natürlich weiter. Ey, so eine Geistfrage. Ich hätte ruhig mal ein Herz fallen lassen können. Ja. Eigentlich ja, aber. Siehst ja, Pustekuchen. Das Schlüsselschwert. Ja, dann werden die gleich offen. Nee. Jo. Du kannst das auch so als Schlüsselschwert verwenden. Ah ja, das wieder mit der Bombe. Nicht? Normalerweise Pfeil. Oder Enterhaken. Aber wenn du die Teile nicht hast. Wo ist meine Bombe? Der Farb-Octorok. Blau sicher. Gelb, Vorsicht. Rot, Gefahr. Blau, versuch es erneut. Genau darum ist es hier besser, wenn du den... Vor allem, das Vieh sagt, wie man ihn platt macht, ja. Ja. Ich muss ja mal überlegen, wie das war. Ich habe immer den Bogen gehabt hier schon. Ja, weil man den meist geklaut hat. Das Problem ist, dass man zurückgeschleudert wird. Wenn man mit dem heller werden, ja. Ja, aber dann musst du blau. Gelb auf drauf achten und rot, da solltest du wirklich die Beine in der Hand nehmen. Das Problem ist, man muss den ja so schnell wie möglich runterkriegen. Und dann nimm du auch dir Zeit. Ja, der Trank ist doch noch nicht verschwendet. Zum Glück. Also sonst werden wir wieder ein bisschen Geld runter. So, und hier da ist die Fee. Da kann man sich aussuchen, welche Rüstung man nimmt. Welche nimmst du? Die rote. Unglaublich, das. Gut. Du es bis hier geschafft hast. Ich gebe dir die Macht der Farben. Für den Angriff wähle rot. Zur Verteidigung wähle blau. Welche Farbe möchtest du? Blau oder rot? Beide. Leider geht es aber nicht. Ja. Sicher? Ja. Und man kann die auch immer wechseln wieder. Nur man kann nicht wieder zurück zur grünen Rüstung. Ja. Du kriegst die rote Rüstung. So. Du strotzt nun vor Kraft. Vor allem, warum soll ich zur grünen, die überhaupt keinen Effekt hat, wieder zurück? Ja.
Nun bist du bereit. Perfekt. So, und dann würde ich sagen, dass es das für dieses Video erstmal war. So. Ja, es hast du nämlich die Kraft der Macht generell. Ja. Und wenn du dann noch den Kraftsymbol kriegst, dann, und dann auch noch mit dem Level 2 Schwert. Ja. Na dann, guten Nacht, Marie. So, das war's dann für das Let's Play und tschüss. Ciao, bis zum nächsten.